Die einen widmen ihr Leben Gott, die anderen bezweifeln die Existenz eines höheren Wesens. Braucht ein erfülltes Leben einen Glauben? Barbara Kalich. Talk um 4. Heute prallen zwei Welten bei mir aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wenn es bei mir heißt, Christ trifft Atheist. Herzlich willkommen euch. Ich darf die Runde vorstellen. Religionslehrerin Linda findet im Glauben Halt. Sie gibt ihren Traum nicht auf, römisch-katholische Priesterin zu werden. Wilfried konnte schon im Kindesalter mit Religion nichts anfangen. Er ist überzeugt, es gibt keinen Gott und keine Götter. Und ein Leben nach dem Tod gibt es auch nicht. Für Radiomoderatorin Barbara ist der Glaube an Gott Lebensinhalt und Anker. In guten wie in schlechten Zeiten. Sie feiert täglich die Heilige Messe in der sendereigenen Kapelle. Gottlos glücklich, das ist Dustin. Er sagt, die Firmung hat er nur wegen des Geldes gemacht. Und heute ist er aktivistischer Atheist. Gernot war in seiner Jugend Punker und Atheist. Er lebte nach dem Motto, das Leben hat eh keinen Sinn. Aber als seine Tochter zur Welt kam, veränderte sich alles. Die meisten werden zu Atheisten. Ich bin es seit meiner Geburt, sagt Georg. Denn schon seine Eltern haben ihn gelehrt, wer kritisch denkt, glaubt nicht an Gott. Ich habe jetzt ein bisschen zusammengefasst, ein paar Kernsätze zum Besten gegeben, aber natürlich müssen wir jetzt da in medias res gehen. Und ich würde gerne mit dem Gernot tatsächlich beginnen. Mhm. Du warst als Jugendlicher ein Punk, du warst rebellisch. Woran hast du geglaubt? Ja, du hast es eh gesagt. Also das Leben hat keinen Sinn. Es war einfach, okay, es gibt keinen Sinn, machen wir das Beste draus, holen wir das meiste raus, trinken wir, haben Spaß und morgen geht die Welt vielleicht unter, aber auf jeden Fall genießen wir das Leben. Es ist wurscht, ob es Gott, Götter gibt. Hat eh keinen Sinn. Bist du in die Kirche gegangen? Also wärst du an sich religiös erzogen worden? Wurdest du getauft? So ein katholisches Grundrauschen in Österreich, dass man mitbekommt, dass man geht einmal hin und wieder in die Kirche. Aber ich habe das dann eben, sobald eben die Punk-Phase angefangen hat, auf jeden Fall abgestreift. Also ich, und das war so mit 14, 15, 16? 14, 13, 14, ja. Also okay. Also die christliche Grundausbildung sozusagen hättest du genossen, aber nichts damit anfangen können? Nein, überhaupt nichts. Ich glaube, so geht es dem Dustin oder ging es dem Dustin auch, gell? Ja, also Religionsunterricht, alles ganz normal mitgemacht, alles. Mhm. Also und auch Erstkommunion, Firmung. Ja. Bin sogar Taufpate von meinem Bruder. Das habe ich aus Liebe zu ihm gemacht. Mhm. Aber so 3 Jahre danach bin ich dann austreten aus der Kirche. Und wie ging es dir in der Kirche, im Religionsunterricht? War das spannend für dich? Fangen wir mal an, in der Volksschule ist es hauptsächlich um den Pferdehof der Religionslehrerin gegangen. Die haben, also die Gruppe mit den Mädchen haben sie sehr gut untereinander verstanden. Also ja, in der Mittelschule haben wir es dann geschaut, dass wir mit einem Religionslehrer mehr über Politik reden, Physik, Weltraum, vor allem Weltraum war das, Weltraumtechnologie und die Reise zu den Sternen war da das Thema Nummer 1. Er hat es zwar immer wieder geschafft, die Religion reinfließen zu lassen. Ja, ansonsten, Hack war nicht viel mit dem Religionslehrer und Berufsschule haben wir gehabt, eine Evangelikalerin und eine eher, die auf Ethik basiert war. Und so in der Kirche, wie hast du das erlebt? Die Messen, die Jugend, Messen, Schulgottesdienste? Ja, Messen waren für mich sterbenslangweilig. Also ich habe da meistens angefangen, einen Tag zum Träumen, dass jetzt beispielsweise die Band Böse Onkels vorne anfängt zum Spülen, das Lied Kirche, oder das vom dem Friedhof nehmen, dass dort dann solche Skelettkrieger auferstehen und mich zu ihren Anführer auserkoren. Also das waren halt so meine Tagträume während der Messe, damit das so ein bisschen die Zeit besser vergeht. Kann das sein, Linda, dass der Pfarrer nicht spannend genug war?
Unter anderem möglicherweise schon. Also ich arbeite sehr viel mit Jugendlichen, nicht nur innerhalb der Schule, sondern auch außerhalb. Als Pastoralassistentin war ich vorher auch tätig. Und wir haben Jugendgottesdienste gestaltet und ich habe gesehen, wenn man wirklich gute Musik reinbringt, auch säkuläre Musik, wenn man einen coolen Jugendchor hat, wenn man eine Band hat, wenn man auf die Themen der Jugend eingeht, dann kommen sie auch zurück, weil dann können sie damit was anfangen. Aber natürlich... Also ich muss zugeben, dass auch mir der ein oder andere Gottesdienst dann zu langweilig ist. Also ich suche mir dann auch meine Kirchen, wo ich hinfahre und sage, das spricht mich an oder eben auch nicht. Und welche Themen sind es, die die Menschen, vor allem die jungen Menschen, quasi abholen? Ich glaube, dass sehr viele Jugendliche einfach speziell auch jetzt in der Corona-Zeit oder Post-Corona-Zeit einfach mit der Identitätsfrage kämpfen. Wer bin ich denn überhaupt in der Welt? Die Gemeinschaft fehlt. Also das ist das, was Religion ja auch bieten kann. Das ist ein Vorteil von Religion, die Gemeinschaft, dass man zusammenkommt, dass man feiern kann. Themen wie Sinn, ja, gerade im Jugendalter, das sind die Themen, die euch ja, glaube ich, im Untergrund doch auch beschäftigen oder jeden Menschen immer wieder in Phasen seines Lebens beschäftigen, einholen. Und wo man dann eben für sich die Entscheidung treffen muss. Mhm. Das haben wir dann eben im religiösen Bereich. Gibt es einen höheren Sinn oder war es das eben hier? Also Wilfried hat schon als Kindergartenkind gewusst, irgendwas stimmt da nicht, gell? Also ich habe zumindest gesagt zu Hause, ich kann das nicht glauben, was die Kindergartentante heute was über Jesus erzählt hat. Was hat denn die erzählt? Irgendeine Geschichte, die ich nicht glauben konnte. Und also der Glaube an Gott hat mir immer gefehlt. Da kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in dem Sinn gläubig wäre. Aber mit Religion kann ich jetzt mittlerweile wirklich was anfangen. Ich denke, auch aus einer artistischen Perspektive kann man sowas wie Religion verwirklichen. Das hat durchaus positive Aspekte. Also wenn Religion für mich quasi ein Bereich ist, wo man sich mit wirklich existenziellen Fragen beschäftigen kann, also klassischerweise, woher kommen wir oder ich persönlich oder welchen Sinn kann das Leben haben, dann ist das etwas, was in einer Religion akzeptiert wird, dass man sich damit beschäftigt. Und das kann man auch in einer Weise tun, wo man nicht an Gott glaubt. Okay, da muss ich jetzt gleich den Georg fragen. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Also, das sind Fragen, mit denen sich die Philosophie seit Jahrtausenden fast schon beschäftigt und keine wirklich gute Antwort gefunden hat. Und zum Sinn des Lebens würde ich sagen, es gibt keinen allgemeinen Sinn des Lebens, aber jeder Mensch ist natürlich aufgefordert, geradezu gebeten, sich für sich einen Sinn darin zu finden. Manche finden es in den Kindern, im Geld, in der Macht, in der Liebe, in irgendwelchen Dingen. Aber einen von einer höheren Seite vorgegebenen Sinn glaube ich nicht, dass es gibt. Glaubst du, dass du vielleicht praktizierender Christ geworden wärst, wenn du aufgewachsen wärst in einer Familie, die eben katholisch, evangelisch, protestantisch, was auch immer, muslimisch wäre? Ich fürchte ja, das glaube ich. Das ist nämlich eigentlich der Kernpunkt der Sache. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, nimmt man automatisch an, dass es zu der Religion gehört, der Eltern. Also was ich, ein Kind von Muslimen wird automatisch Muslim und ein Kind von, sagen wir mal, Protestant und so weiter. Das ist aber eigentlich unlogisch. Bei dem Kind selbst ist es natürlich, wenn es frisch auf die Welt kommt, noch vollkommen egal. Und ich stelle euch einmal vor, ein Baby wird adoptiert von einer Familie anderen Glaubens. Dann wächst es in dem Glauben auf. Das zeigt doch sehr deutlich, dass es nicht von Geburt auf schon einen Glauben gehabt hat oder zu einem Glauben gehört hat, sondern dass es an der Erziehung, an der Umgebung, also Elternhaus, Schule, Kindergarten und so weiter liegt. Und deswegen finde ich es eigentlich schlecht, dass das eben so funktioniert. Ich hätte auch einen Lösungsvorschlag dafür. So wie es jetzt eigentlich ist, dass man mit dem vollendeten 14. Lebensjahr, glaube ich, aus seiner Religionsgemeinschaft austreten kann oder später, könnte es eigentlich umgekehrt sein, dass man ab dem vollendeten 14. Lebensjahr erst in eine Religionsgemeinschaft eintreten kann, wenn man will, und vorher eben noch nicht zu einer Religionsgemeinschaft gehört und daher auch nicht indoktriniert erzogen wird. Was sagt die Barbara dazu? Also ich glaube, also ich bin in einer christlichen, katholischen Familie aufgewachsen und natürlich liegt es an dieser Prägung auch, wo man aufwächst, was man von den Eltern lernt. Das ist bei mir natürlich da, diese katholische Kirche, gemeinsam beten. Aber trotzdem braucht es auf jeden Fall, früher oder später, und es war bei mir, hat so einen Zeitpunkt gegeben, wo du dich dann schon überlegen musst, gehst du mit dem oder nicht, glaubst du daran oder nicht. Sonst ist es halt so, ja, du gehst halt mit und gehst in die Kirche, aber warum eigentlich? Und so hat es auch bei mir halt dann irgendwo einen Zeitpunkt gegeben und dann wird es bei jedem wahrscheinlich irgendwann geben, gerade wenn es um diese Sinnfragen geht, worum geht es im Leben? Gehen wir zum Leid, warum gibt es das ganze Leid auf der Welt oder wie auch immer, stößt du diese Fragen und... Bei mir war es halt so, irgendwann habe ich gemerkt, ja, es gibt einen persönlichen Gott und habe mich dafür entschieden, also in einem bestimmten Moment. Und seitdem gehe ich mit ihm, genau.
Und du hast dich für einen bestimmten Gott entschieden, sozusagen, weil da gibt es ja auch mehrere im Angebot der Menschheitsgeschichte. Ja, irgendwie. Göttin, alles mögliche. Also du weißt, ein bestimmter und nicht der andere, sozusagen. Oder ja, ich bin anderen. Ja damit aufgewachsen. Ich habe ja diesen Gott kennengelernt, also mit der katholischen Kirche, an den Christen. Und ich gehe ja mit der Bibel und ich gehe ja mit Jesus. Und er stellt mir ja Gott vor als Gott Vater und ja, auf diese persönliche Weise, auf diese persönliche Ebene. Und für mich, also für mich, warum sollte ich einen anderen... Ich habe mich mit 13 dann entschieden, mit diesem Gott zu gehen und da persönlich zu beten, mit ihm zu reden. Für mich hat es gar keinen Sinn gemacht, in anderen Kreisen noch zu schauen, weil der Glaube mir so viel Hoffnung und Kraft gibt. Ich suche noch gar nichts anderes mehr. Warum auch? Ich habe ja alles, was ich brauche. Also ich habe den Glauben, ich habe den Glauben an Gott. Er ist persönlicher und deswegen stellt sich für mich die Frage nicht, ob ich noch woanders hingehe. Für mich ist das, fühlst du dich im Glauben auch beschützter und sicherer? Ich glaube, du bist auch jemand, der vor deinen Sendungen betet oder den Heiligen Geist um Hilfe bittet. Fühlst du dich dadurch gestärkt? Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist halt, ich gehe mit Gott, ich glaube an ihn und ich stehe auf mit Gott und ich gehe schlafen mit Gott. Das versuche ich zumindest. Ich versuche wirklich mit ihm in mein Leben einzubauen und ich weiß, woher ich komme sozusagen. Er schenkt mir das Leben und ich weiß, wohin ich gehe. Und von dem her ist so Grundsicherheit im Leben, ja, was auch immer jetzt passiert oder morgen. Ja, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wohin ich gehe. Und er gibt mir natürlich diese Kraft im Alltag. Und natürlich, weil ich ja an diese Wirklichkeit glaube, auch an die geistliche Wirklichkeit und auch an Gott, glaube ich auch daran, dass wir zu ihm beten können und er mir Kraft schenkt. Und wer gibt dir Stärke, Georg? Also jedenfalls brauche ich dazu kein höheres Wesen, das mir sagt, was ich zu tun habe und zu unterlassen habe. Ich glaube vielmehr in Wirklichkeit, dass jeder oder fast jeder Mensch aus dem Inneren schon sehr genau weiß, was richtig und was falsch ist und dazu eigentlich kein höheres Wesen braucht, das das vorschreibt. Ich glaube vielmehr, dass diese Idee, dass man ein höheres Wesen hat, das einem vorschreibt und erklärt, was gut und böse ist, dass das eher dazu dient, Macht über die Menschen auszuüben und den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. Vielleicht hattest du aber eben nicht sowas, was die Linda erlebt hat. Du warst 18, ja, glaube ich, in den Vereinigten Staaten von Amerika und hast was erlebt? Dazu muss ich vielleicht kurz ausholen. Also ich habe als Au-pair dann gearbeitet, habe überlegt, nach der Matura mal kurze Pause, ich brauche Auszeit und bin nach Amerika gegangen für ein Jahr. Bin dann dort, ich wollte mir die Kirche dort anschauen, wie dort Kirche gelebt wird, bin dann in diverse Chöre reingerutscht und auch in eine Bibeldiskussionsrunde. Und ich bin an dem Abend dann dorthin. Und am Anfang war das ein sehr, ja, also war ein Fachsimpeln eigentlich. Und ja, ich hatte Englisch-Matura, aber das Niveau, da hat mir dann schlichtweg das Vokabular gefehlt. Und ich bin gesessen, habe zugehört, war spannend, das war irgendwie Kirchengeschichte und so. Und ja. Und irgendwann ist das Gespräch geschwenkt hin zum Thema, was ist eigentlich Gebet und wie betet man? Und da habe ich mich dann einschalten können, weil da konnte ich ja mitreden. Und was passiert ist, ist sehr spannend. Ich habe früher über so etwas nie gesprochen, weil ich immer Angst hatte davor, belächelt zu werden für so etwas. Aber mittlerweile oder seit dem Erlebnis habe ich das eigentlich nicht mehr. Ich traue mich jetzt für meinen Glauben aufzustehen und habe ihn dadurch auch vertiefen können. Also ist Folgendes passiert. Wir haben gesprochen und ich habe nicht mehr lange nachdenken müssen über das, was ich sage. Ja, sondern es ist einfach aus mir rausgeflossen, ich habe einfach erzählt, wie ich bete, ja, und dass ich auch persönliche Gebete aufschreibe und dass für mich Gebet nicht nur Gespräch ist, sondern dass es genauso im Singen sein kann oder eine ganze Lebenshaltung kann Gebet sein. Mhm. Und das Lustige war dann, was ist passiert? Eigentlich auch, man könnte es auch auf Psychologie zurückführen natürlich, ich habe mein Herz geöffnet und der ganze Raum, also alle, die in dem Raum waren, haben auch ihre Herzen einfach geöffnet und plötzlich hat dann ein Vater erzählt, ja im Moment schreit er nur mit Gott, weil er geht durch eine schlimme Trennung, er verliert seine Kinder, weil er das Sorgerecht nicht bekommt und im Moment Psalmen im Sinne des Klagegebets, er schreit nur, er schimpft nur mit Gott. Andere haben dann erzählt, dass sie durch eine schwere Krankheit gehen und im Moment einfach die Hilfe suchen bei Gott, also nur Hilfeschreie. Also ganz unterschiedlich und es haben wirklich Leute zu weinen begonnen. Es war heftig, also sehr intensiv. Und ich habe dann einfach gespürt in dem Moment, und ich kann das nicht anders erklären, das, wo ich das wiedergefunden habe, wären dann so Erlebnisse, die Nahtoderfahrene berichten, von denen Nahtoderfahrene berichten, diesen inneren Frieden oder dieses Überglücklichsein. Also man kann das mit irdischen Worten einfach nicht beschreiben. So wie verliebt sein, pures Glück.
sowas in der Art. Und trotzdem gleichzeitig irrsinniger Friede. Also nicht nur aufgeregt, sondern unglaublich. Und ich bin dann nach Hause und das Gefühl hat angehalten. Also das war jetzt nicht etwas, was dann weg war, nachdem ich gegangen bin, sondern es hat angehalten. Und ich bin dann zurück nach Hause zu meiner Hostfamilie. Und mein Hostet ist spirituell. Jetzt nicht unbedingt, er würde sich jetzt gar nicht unbedingt einer Konfession zuordnen, aber spirituell. Und ich habe mit ihm gesprochen und geplaudert und habe mich nochmal gefragt, wo ich denn da war. Und dann habe ich das kurz erzählt und bin ins Zimmer und habe mich dort mal erden müssen. Und dann irgendwann ist das Gefühl subsided quasi, also es war dann wieder weg, hat sich beruhigt und ich bin schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, und das war dann für mich das Spannende, weil ich bin eigentlich doch ein recht bodenständiger Mensch. Ich bin auch ein Mensch, der durchaus auch mit Naturwissenschaftlern, ich studiere auch Biologie, redet und sagt, na, ich brauche was Bodenständiges auch, ich will mich da nicht verlieren in irgendwelchen Sphären. Was habe ich denn da erlebt? Kann ich mir das irgendwie natürlich auch erklären? Und lustig war dann, ich bin dann in die Messe und nach der Messe ist mein Host mit dem Hund spazieren gegangen und mich dann abgeholt und gemeint, du, geh mit mir ein Stück. Ich würde dich gerne da fragen, was sich da gestern abgespielt hat. Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt. Und dann hat er gesagt, und das Zitat, ich werde es nie vergessen, er sagt, the Holy Spirit rocked you. Also er meinte dann, er ist ungefähr 5 bis 10 Meter von mir entfernt gestanden, damals in dem Haus, und hat nur gesagt, du hattest eine Aura um dich, unglaublich. Ja, und das war für mich dann eine Bestätigung, ich habe mir das nicht eingebildet. Und das hat mich dann einfach in meinem Glauben bestärkt. Ich glaube, das kann der Gernot gut nachvollziehen. So, voll, ich habe es auch. Ja. Ich meine, als Punker und dann ist dein Kind auf die Welt gekommen. Ja, genau. Also ich bin mit 18 Papa geworden. Kurz vorher noch heil gewesen am Wochenende und Sonstiges. Und das hat mich echt so auf eine existenzielle Fragereise geschickt für ein paar Jahre. Und das war dann recht cool, weil meine Tochter, also eben, wir haben dieses katholische Grundrauschen gehabt bei uns in der Umgebung, und das war mir dann schon irgendwo wichtig, jetzt wo ich zuerst mein Leben hat vielleicht keinen Sinn, aber das Leben von meiner Tochter hat wenigstens einen Sinn. Und habe dann durch die Kinderbibel von meiner Tochter eigentlich hat sie angefangen, Fragen zu stellen. Wurde die Tochter getauft? Ja. Warum du als quasi katholisches Frankfurt? Grundrauschen der, der Österreichs. Also ja, wollte das auch die Mutter, die Kindsmutter, oder wollte die Großeltern? Meine Frau, also Kindsmutter damals, mittlerweile sind wir verheiratet, ist eigentlich buddhistisch aufgewachsen. Also das Thailand ist einfach, das gehört halt dazu, man ist halt Österreicher, man lässt halt seine Kinder taufen. Okay. Also es hat jetzt keinen tiefen religiösen Sinn gehabt. Aber durch das bin ich, also meine Tochter hat dann angefangen, Fragen zu stellen. So, Papa, warum glaubst du das nicht? Und Papa, was denkst du zu dem? Also mit der Kinderbibel? Mit der Kinderbibel. Ja. Also die wollte das halt am Abend lesen und wollte halt dann drüber reden mit mir. Und mich hat das, ich wollte das eigentlich erklären, es ist ein nettes österreichisches Märchen, das gehört halt dazu, aber es ist jetzt nicht wahr. Und bin dann so über den Lauf von 3 Jahren draufgekommen, halt, das ist wahr. Und dann habe ich auch das, nicht in der Art und Weise, wie die Linda erlebt, aber erlebt, das tut was mit mir, das ist existenziell wahr. Das ist, diesen Gott, den kann man begegnen. Das ist nicht ein fremder Gott, der irgendwo im Weltall schwirrt, sondern ganz konkret in Jesus sich gezeigt. Also dieses Intellektuelle, dieses Suchen und dieses persönlich-existenzielle Zusammenkommen für mich. Das sind Erfahrungen, die typisch sind für Situationen von Seelsorge, wo Seelsorge wirken kann. Und die kann man ja nicht nur aus theistischer Sicht oder nicht-theistisch-buddhistischer Sicht machen, sondern auch aus einer atheistischen Sicht, wenn man nicht an Gott glaubt als eigenständigen Akteur. Also quasi jemanden begleiten so, dass es hilfreich unterstützend ist in einer bestimmten Situation oder ihm helfen, dass er die Welt ein bisschen anders sieht vielleicht, aus einer authentischen eigenen Position. Das ist nicht abhängig von dem Glauben an eine unsterbliche Seele. Es ist halt meine 5-jährige Tochter kein Seelsorger. Also das muss ich verstehe schon, aber ich habe jetzt die beiden Situationen zusammengenommen. Und auch also das Intellektuelle. Also für mich ist es nicht nur dieses, okay, das habe ich halt seelsorgerlich erlebt, sondern es war echt so, ich war ja Atheist, ich war mit diesem Punk-Hintergrund gehabt. Und echt zu sagen, okay, es gibt keinen Gott, das ist eine nette Geschichte. Und so ist, okay, scheint schon ein Gott zu geben, okay, aber es ist irgendein Gott und dann schon ganz konkret bis zur historischen Person von Jesus und seiner Auferstehung hin, also so das volle Programm hin quasi. Und ich finde, das ist das, was das Christentum für mich so schön macht, weil du hast vorhin von Gott und Göttern gesprochen, wo ich denke, gerade das Christentum. Gerne, darf ich dich nur fragen? Ja. Weil du gesagt hast, das ist ein Märchen. Ne? Ja. Also jetzt weiß man, Jesus ist über den See gegangen. Ne? Ja. Man, die Logik, Dustin, sagt uns, das ist nicht möglich. Das passiert üblicherweise nicht. Ja, genau. Und was war es dann, dass du auf einmal geglaubt hast, weil du dich auf die Stufe des Kindes begeben hast und dir gedacht hast, Märchen können wahr werden? Schön. Ja, auch das hat irgendwo Elemente. Aber ich glaube, es war vor allem auch zu sagen, ich meine, kann man im Wasser gehen? Ja, nein, üblicherweise machen wir das nicht. Also ich bin bei dir, üblicherweise gehen wir schwimmen.
Aber es ist schon so eine Grundfrage von Weltanschauung. Wenn es einen Gott gibt und sich dieser Gott wirklich ganz persönlich in Jesus gezeigt hat, warum sollte Gott, wenn er Mensch wird, nicht am Wasser gehen können? Das heißt ja nicht, dass du und ich, wir am Wasser spazieren gehen, können, wenn das Christentum wahr ist und Gott wirklich Mensch wird. Na, dann gibt es nicht wirklich was, was daran hindert, dass er auch am Wasser gehen kann. Es gibt so einen Spruch, bei Gott ist alles möglich sozusagen. Mhm. Da frage ich mich dann natürlich, es gibt so vieles, wo quasi dringender Handlungsbedarf wäre, warum nicht dort auch? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Ich find, also wenn man mich persönlich fragen würde, sag, was ist die größte Herausforderung? Ich habe den Weg gemacht vom Atheismus zum Glauben und ich diskutiere auch immer wieder. Und nämlich nicht nur so, naja, ich glaube ein bisschen, sondern du hast dann das volle Programm durchgezogen. Genau. Du hast studiert, Theologie, unter anderem in Oxford und ich weiß nicht wo. Nottingham, dann bist du nach Wien zurück. Also du hast das auch wissenschaftlich sozusagen, du hast dir wirklich das volle Programm gegeben und bist heute tiefgläubig. Und das ist eben das Spannende, also von einem Menschen, der überhaupt nicht daran glaubt, dann so jemand zu werden, der total daran glaubt. Voll, und dafür braucht es gute Gründe aus meiner Sicht. Und ich glaube, die gibt es. Und ich glaube, was du sagst, Wilfried, hat schon seine Berechtigung. Ich glaube, Leid und Elend und nicht erhörtes Gebet, das ist schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, da gibt es auch Antworten dafür, die gut sind. Waren das nicht nur quasi argumentativ-theoretische Gründe, sondern waren das auch Erlebnisse, die dich zu diesem Weg gebracht haben? Vermutlich. Ich glaube, es ist eine Kombination. Es gehört zusammen. Also wenn es so wie, wie es vorhin von der Barbara gehört haben, auch eine persönliche Beziehung ist, natürlich kommen Erlebnisse zusammen. Also so wie, ich kann mich auch nicht argumentativ zu meiner Frau hin argumentieren. Ich musste dich auch mal treffen, mit der ins Kino gehen und essen gehen. So muss ich auch Gott erleben. Aber ich muss auch gleichzeitig argumentativ mitdenken. Also, bitte, Linda. Ich bin dann zwischendurch an einem Punkt angelangt, auch in meinem Leben, wo ich kritisch war und wo ich mal Atheist war tatsächlich, weil ich gesagt habe, na, also eine Schulklasse aus dem Borg Mistelbach tatsächlich hat mich dann dazu geführt, dass ich mich mit Naturwissenschaften mehr auseinandergesetzt habe, weil sie gesagt haben, naja, man kann ja eh alles schon erklären oder so gut wie alles naturwissenschaftlich erklären, da kann ich Gott ja nur mehr in die Lücke reindrängen, wo ich etwas noch nicht erklären kann. Und dann habe ich mich beschäftigt damit und auch mein Bruder, der jetzt Physik studiert, ist über die Naturwissenschaft zum Glauben gekommen, weil für mich, ja, da spielt dann diese Ästhetik und die Schönheit der Naturgesetze hinein. Wie soll denn ein, jetzt sind wir philosophisch unterwegs, ein absolutes Nichts etwas erschaffen? Etwas, das nicht denken kann, etwas, das keine Intelligenz hat, wie soll da auch auf... Also das ist eine sehr alte Diskussion, wer hat denn dann Gott erschaffen? Ich meine, dann... Ich glaube, da kommen wir nirgends hin, wenn du so anfängst. Also es gibt im Grunde ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Gott, der schon ewig war, oder es gibt jetzt von mir aus das Schleifenuniversum oder dieses Multiversum. Oder gibt es ja andere Theorien, die versuchen zu erklären. Aber irgendwas muss ja da gewesen sein, aus dem es kommt. Ja, warum muss man das Gott nennen? Können wir zum Beispiel Natur nennen oder irgendein anderes Wort dafür finden? Ja, ich frage mich halt, was ist größer als Gott? Also wenn wir sagen, es ist der Mensch, der Gott am Anfang stellt, oder die Natur, ist die wirklich fähig, einen Gott zu machen und zu kreieren? Also in dem Sinne, wie Gott versteht, der allmächtig ist, der auf dem Wasser gehen kann, der Blinde heilen kann, also der uns macht, der das Leben macht, nimmt das menschliche Leben her. Ich finde, das ist so ein Geheimnis, dass ein Kind im Leib entsteht. Also wer denkt sich sowas aus? Oder die schöne Schöpfung? Also was ist größer, wenn nicht Gott am Anfang steht? Dann muss es was Größeres geben, das uns alle irgendwie gemacht hat. Ja, das betrifft das menschliche Hirn, die menschliche Fantasie. Das betrifft nicht nur uns Menschen, sondern es gibt ganz viele Lebewesen, die auch eine Entwicklung durchmachen. Und also bis es zu einer menschlichen Geburt kommt, gibt es viele Stufen davor bei anderen, wo das anders gelöst ist. Und viele Lösungsversuche scheitern halt dann und die sind jetzt nicht mehr unter uns. Also es gibt sowas wie eine Evolution aus einer atheistischen Perspektive und wahrscheinlich auch aus einer normal wissenschaftlichen Perspektive mit Ausklammerung des. Außerdem, warum sprichst du von einem Gott? Wie du natürlich weißt, glauben die Menschen seit Jahrtausenden an die unterschiedlichsten Götter, Göttinnen und sonstige übernatürlichen Wesen. Und jedes Volk oder jeder Stamm hat schon in Urzeiten genau die eigenen Götter für die richtigen gehalten und die anderen für die falschen und auch entsprechend die Anbeter dieser Leute bekämpft. Also wie du auf die Idee kommst, es gibt einen Gott und das ist der Richtige. Das ist. Wozu braucht man Gott? Ich meine, Georg lebt sehr gut. Na? Und schon lang ohne einen Glauben. Also ich kenne viele, die gut ohne Gott leben. Ich finde, Gott ist gar nicht so zentral für Religion. Also Buddhisten, weil das gerade angesprochen wurde, haben auch die Vorstellung, dass es nicht einen Schöpfergott gibt, sondern die Gottheiten unterliegen auch den Bedingungen der Welt und den Rahmenbedingungen und den Gesetzen der Welt. Also sind halt höhere Geistwesen in manchen Traditionen des Buddhismus. Aber Religion selber ist unabhängig von Gott, wenn man die Gesamtheit der Religionen, die bisher aufgetreten sind, sich anschaut, würde ich meinen.
Bei vielen monotheistischen Religionen ist natürlich ein Gott ganz zentral. Der Schöpfer ist, der unvergleichlich sozusagen alles begründet, auch Ethik. Aber weißt du, was bei dir interessant ist, auch Wilfried? Du bist, wenn du sagst, die Kindergartentante damals noch, heute wären es Pädagoginnen, hat etwas erzählt, was du nicht glauben konntest. Das, genau. Auch, das heißt, auch dein Umfeld war ja vermutlich gläubig, christlich oder protestantisch oder römisch-katholisch, ich weiß nicht. Also die andere Kindergartenkinder, andere Besucher, Besucherinnen des Kindergartens waren offensichtlich christlich. Und du nicht, also du bist nicht getauft gewesen. Ich bin römisch-katholisch getauft und habe es aber nicht glauben können, bestimmte Aspekte. Ja, schon. Aber auch du hättest eigentlich diese Werte vermittelt bekommen. Oder bist in diesem, wie hast du gesagt, das katholische Grundrauschen. Ja. Genau, also, das habe ich natürlich mitbekommen. Genau, und trotzdem hat dir das nichts gegeben. Du konntest nichts damit anfangen, schon als Kind nicht, ne? Ich habe nicht an die Existenz eines aus sich heraus agierenden Gottes glauben können. Also ich habe sehr gerne Weihrauch in der Nase. Ich gehe gerne auch in Kirchen rein. Ich liebe dieses Kulturelle. Ich werde berührt, wenn eine Kirchenglocke in höchster Not läutet oder so. Also das berührt mich. Aber es sind halt kulturelle Vorstellungen und persönliche Erlebnisse vielleicht. Aber was stört dich dahinter? Ist es der Verein an sich oder ist es dieses Beten in der Kirche? Ich habe eine ganz andere Einschätzung, was bestimmte Dinge betrifft. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, nicht gesagt, dass mich die Kirche als solche stört, sondern ich habe andere Einschätzungen. Ich glaube, das ist auch irgendwie momentan der Stand, der unbefriedigende Stand der allgemeinen Diskussion, weder die eine Seite theistisch noch, wenn ich das jetzt sehr verkürzt, die nicht theistisch oder atheistische Seite, hat quasi Argumente, die wasserdicht jeden vernunftbegabten Menschen dazu zwingen, nach genug Nachdenken dieser Seite zuzustimmen. Das ist eine chronisch ungeklärte Frage und vieles wird einfach spekulativ irgendwie mit Plausibilitätseinschätzungen überbrückt. Und da haben wir halt unterschiedliche Einschätzungen, was möglich, was real, was zukünftig erwartbar ist. Aber das ist halt so aufgrund unserer kulturellen und sonstigen Prägungen, auch religiösen. Und so ähnlich sieht es ja auch, so ähnlich, der Dustin, so ähnlich. Du bist ja aktivistischer Atheist. Was heißt genau. Das? Also mir hat das Atheismus gebracht, dass mir das Ganze sehr langweilig vorkommen. Ich bin nicht wirklich interessiert dafür. Und zum Aktivismus gebracht haben mich dann eigentlich die Kindesmissbrauchsvorfälle, die nicht gut genug aufgeklärt werden, nicht gut genug entschädigt werden. Und dass wir mit unserem Steuergeld die Kirche, den ganzen Apparat mitfinanzieren, auch wenn man aus der Kirche austreten wird. Beispielsweise über den Kirchenbeitrag, der ist ja steuerlich absetzbar. Religionslehrer, da man mitzahlen, die Ärzte bei privaten katholischen Krankenhäusern oder auf die Professoren bei den Hochschulen, bei den katholischen. Und eben noch immer die Entschädigungsdirektzahlungen für den Religionsbrauch. Also das stört dich? Und was machst du jetzt als aktivistischer Atheist? Wir haben einmal einen Webauftritt als Verein. Ich habe einen Verein gegründet dazu. Weil also das ist dir so ein Anliegen? Genau, das ist mir so ein Anliegen. Ich habe sogar einen Verein gegründet für das. Wir haben einen starken Webauftritt. Wir haben Stammtische und hatten auch schon Kundgebungen. Aber viel weiter haben wir unseren Auftritt. Was wir schaffen wollen, ist medial einen Gegenpol zur katholischen Kirche schaffen, weil meistens in den Diskussionen auf die Kirche aufgrund der Größe und des finanziellen Hintergrunds einfach stärker ist als jede Gegenposition. Das ist ja eher am besten Weg. Also wenn ich da so Zahlen habe von der Statistik Austria 1951, Linda, waren fast 90% der Bevölkerung hierzulande römisch-katholisch. 2022 sind es nur mehr knapp 52, also die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, das ist schon ein Rekordhoch auch an Austritten. Und was auch interessant ist, ist, dass die zweitgrößte Gruppe neben den Katholiken, Katholikinnen... Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es ergänzt. Genau, in Österreich... 22%. Genau, sind die Bekenntnislosen. 30%. Also in der Statistik Austria von 2021 sind es 22%, die sich als konfessionslos bezeichnen. Genau. Immer mehr Katholikinnen und Katholiken treten aus. Warum? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das ist sicher multidimensional, dieses Phänomen. Zum einen glaube ich, dass sie sich eben mit der Kirche oftmals nicht mehr identifizieren können, sei es Missbrauchsfälle. Ja, das sehe ich mit genauso kritischem Auge. Das ist wirklich nicht in Ordnung, wie das gehandhabt wurde.
oder wird zum Teil auch noch. Es ist sicher darin ein Grund zu finden, dass es eben nicht mehr ansprechend ist. Wenn natürlich die Jugend nicht nachgebaut wird oder für die Jugend gesorgt wird, dann wird es veraltet und irgendwann sterben die Alten weg. Das heißt, auch da müsste eigentlich die Kirche auf die Jugend zugehen. Also ich will nichts entschuldigen, ja, aber wenn man sich das weltpolitische Phänomen oder das weltreligiöse, globale Phänomen anschaut, dann sieht man halt, wo wächst Christentum, wo wachsen Religionen, Lateinamerika, Asien, Afrika. Dort steigen die Zahlen wirklich extrem. Und man sieht halt, ja, bestimmte Richtungen, auch sehr konservative Richtungen, haben wieder mehr Zulauf. Weil ich denke, dass es eben auch mit der Identitätsfindung zu tun hat und Religion das bieten kann. Tatsächlich ist es aber einfach so, dass in Europa... Geht es uns zu gut? Ich weiß nicht, ob man es aufs Leid allein oder ja. dass es Menschen nicht gut geht, zurückführen kann. Ja. Aber ja. Ja, wenn es ihnen schlecht geht, suchen sie natürlich irgendwo halt. Das schon, verstehe ich sicher auch. Aber dieser Wandel, dass sozusagen die Zahl der Konfessionslosen nominell zunimmt, der ist ja nicht auf diesen Bereich beschränkt. So wie die nicht ein homogener Block sind, ist ja auch die Mitgliedschaft der katholischen Kirche nicht homogen. Es gibt genauso Menschen in der katholischen Kirche, die nicht an die Existenz Gottes glauben, die nicht an den Jenseits glauben. Das kommt immer wieder bei so Befragungen heraus, dass da auch quasi atheistisch gesinnte Menschen Mitglied einer Organisation sind halt. Also diese... religiöse also Wandel betrifft doch wirklich größere Bereiche der Gesellschaft. Du meinst, das sind die Scheinchristen oder was, die nur zahlen, aber nichts glauben? Also die Teil noch immer der dann. Also Community es, sind, aber es nicht... Es ist jedenfalls nicht so, dass man, wenn man sagt, so und so viel Prozent sind Christen, dann weiß man schon, die glauben das und das und das. Das ist nicht mehr der Fall. Aber problematisch. Darf ich kurz einwerfen? Da gibt es eine Jugendstudie, die hat jetzt da unter den katholisch getauften Jugendlichen gefragt, ob sie noch an einen Gott glauben. Und es waren inzwischen immer noch 30%, die gesagt haben, sie glauben an einen Gott. Also Religion ist ein sinkendes Schiff. Eine Statistik ist gut und schön. Nur das Problem ist dabei, dass viele Menschen, wir sehen die Kirchenaustritte, aber wir wissen nicht, was die Menschen glauben. Nur weil ich aus einer Religion austrete, heißt es noch lange nicht, dass ich an nichts mehr Höheres glaube, an Gott glaube, wie auch immer ich das benennen will. Das ist ja das nächste Problem, ja, die Nomenklatur des Ganzen. Mhm. Weil viele, viele Menschen sagen, ja, ich glaube eher an was Höheres. Und das würden wir Christen halt als Gott bezeichnen. Oder ein Muslim würde zu ihm Allah sagen. Oder ein Jude Jahwe. Ja. Aber ich glaube im Herzen, dass das ein und dasselbe Gott ist. Und auch im Buddhismus, es gibt so viele Strömungen. Es gibt doch Christen, die Allah zu Gott sagen, weil sie einfach aus der Sprache heraus Arabisch sprechen. Halt. Also, ja, eben. Ja, also da das alles so aufzuteilen oder... Darf ich den Georg fragen, wie feierst du Weihnachten? Überhaupt nicht. Kein Christbaum? Nein. Kann man keine. Und auch keine Familienfeier mit Geschenken? Nein, also... Meine Frau und ich, wir schenken einander zum Geburtstag etwas, aber nicht zu Weihnachten. Nachdem aber natürlich die meisten Leute, die wir kennen, in dieser Art Weihnacht feiern, kochen wir uns gemeinsam etwas Gutes zu essen und verbringen einen angenehmen gemeinsamen Abend, weil es so ist. Ja, weil es, was sollte man sonst machen? Und da geht da nichts ab, dieses schöne Fest? Nein, also die Dinge, die ich nicht erlebt habe, können mir natürlich nur schwer abgehen. Ne? Mhm. Und Ostern? Auch nichts. Also naja, Ostern ist auch mit den Haseln und den gefärbten Eiern. Ja, wie wir Kinder waren, haben wir, glaube ich, sogar von unseren Eltern Ostereier oder Osterhasen aus Schokolade bekommen, glaube ich. Das ist aber, ob das jetzt, also die Hasen und die Eier ein besonders christlicher Brauch sind, möchte ich fast bezweifeln. Das Fest natürlich schon, aber das Oster, aber die Hasen und die Eier bin ich mir nicht Georg, so sicher. Georg, wenn dir Papst Franziskus begegnen würde, wäre das ein ganz normaler Mensch, der jetzt an dir vorbeigeht? Ja, ich weiß natürlich, dass er was für eine Rolle in der Welt spielt und eine berühmte und wichtige Persönlichkeit ist und von sehr vielen Leuten noch als viel mehr gesehen wird. Also wäre er kein normaler Mensch. Insofern, nicht? Das ist... Es ist ja schon, wenn der Bundespräsident neben mir vorbeigeht, weiß ich auch, das ist der Bundespräsident. Ja. Und würdest du dich gerne mit Papst Franziskus unterhalten? Also könntest du dir vorstellen, dass du dich mit ihm unterhalten? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Habt ihr da etwas vorbereitet? Und hier ist Papst Franziskus. Nein. Das macht er gerne, habe ich gehört. Wir haben ja schon hier, obwohl wir nur zu sechs sind, teilweise sehr unterschiedliche Ansichten, wo wir nicht leicht auf einen grünen Zweig kommen werden. Mhm.
mit einem Papst, nein, also das wäre, glaube ich, da doch zu viel des Guten. Aber ich vermute, Linda oder Barbara, wenn ihr mal die Chance hättet, mit ihm zu reden, was würdest du ihn denn fragen, Linda? Ich würde ihn fragen, ob er eine neue Kommission einsetzen könnte, die nochmal begutachtet, ob das Frauenpriestertum nicht doch schon höchst an der Zeit wäre. Vor allem, wenn man im Theologiestudium selber lernt, dass es früher schon Diakoninnen gab in der Urkirche und dass Frauen eigentlich sogar eine wichtigere Rolle gespielt haben als jetzt. Und insofern mein großer Appell. Mhm. Also, dass einfach generell sich was in der Kirche tut. Realistisch, ja. Wann glaubst du, tut sich da was? Weil du bist doch sehr involviert in der Gemeinschaft. Das sage ich jetzt wirklich, da verweise ich jetzt auf andere Ebene. Keine Ahnung. Also es ist schwierig zu sagen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Ja. Ist es nur nicht zum Greifen nah, sozusagen? Ich fürchte eher nicht. Ist es nicht so, dass wenn es nur nach Franziskus ginge, das eh schon längst wäre, aber dass er natürlich auch nicht einfach allein so das glaube ich auch. Das glaub ich zumindest auch. Als Außenstehender habe ich diesen Eindruck. Glaube ich auch. Muss ich beipflichten. Und es gibt entgegenstehende Mitteilungen aus dem Lehramt heraus. Also Papst Johannes Paul II. Hat schon ein klares Wort gesprochen, aus seiner Sicht verbindlich für die Zukunft halt. Und ich meine, also es gibt ja auch nicht nur die katholische Kirche jetzt innerhalb des Christentums. Also ich gehe in eine evangelische Kirche und wir haben eine Pfarrerin. Also das ist auch nicht in anderen katholischen Kirchen ist das ja möglich. Also in der altkatholischen Kirche gibt es eine Bischöfin jetzt. Das ist genau das, was ich mir auch überlegt habe im Vorfeld, Linda. Du könntest ja eigentlich zu den Altkatholiken gehen oder eben auch konvertieren zum protestantischen Glauben. Und dann wird dein Weg quasi offen. Ja. Das ich habe begonnen, evangelische Theologie zu studieren. Ich war einmal wirklich im Wickelwackel, ob ich nicht gehen soll und quasi den einfacheren Weg, das wäre ja wirklich. Und auch die Altkatholiken haben, Freunde von mir sind welche und die mich auch schon versucht abzuwerben. Aber es ist so, dass mir eine gute Freundin aus dem Theologiestudium, die hat einmal folgende Frage an mich gerichtet. Und zwar hat sie gesagt, Linda, nur weil eine Familie oder deine Familie schwierig ist, läufst du da auch davon oder versuchst du in der Familie zu bleiben und sie zu verbessern? Und dieser eine Satz hat mich dermaßen getroffen damals, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche in der Kirche was zu verändern, indem ich eben Jugendgottesdienste mache, dass ich versuche, sie attraktiver zu machen, weil ich glaube, dass es irrsinnig bereichernd sein kann, an Gott zu glauben. Und das ist auch die Frage bitte an die Barbara. Was hast du im Gegensatz zu Wilfried oder zu Dustin oder zu Georg, das Gefühl der Gemeinschaft oder was ist das Schöne daran, glauben zu dürfen, eben römisch-katholisch zu sein und in der Gemeinschaft auch Halt zu finden? Was ist das Tolle daran? Weil ich meine, Halt finden kann der Georg bei seiner Frau vermutlich, bei Verwandten oder wer auch immer. Freund. Ja, und Freund. Wir sind ja auch, also wir sind jetzt zum Beispiel auch unterschiedliche Christen da. Ich als Katholikin, aus der evangelischen Kirche. Weil wir beide Christen sind. Ja, weil wir beide Christen sind. Und ich würde auch nicht hingehen und sagen, werde jetzt katholisch oder so. Ja. Es ist schon, also ich bin halt natürlich so aufgewachsen und trotzdem, ich würde, glaube ich, nirgendwo anders hingehen, weil für mich liegt der Unterschied natürlich in den Sakramenten, die katholische Kirche bringt. Also für mich liegt das ganz klar einfach auch in der Beichte oder in der Heiligen Messe, die ich einfach sehr schätze und die ich auch nicht weggeben möchte. Und das ist für mich das Besondere an der katholischen Kirche. Und die Kirche grundsätzlich ist immer besonders, weil es gibt, wir glauben an Jesus, wir glauben an Gott. Und ich glaube, es braucht diese Gemeinschaft, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam beten, uns austauschen. Und Pfarrerinnen, gehen die nicht ab? Ehrlich gesagt, persönlich noch nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich kenne sehr viele Frauen, die in der Kirche aktiv sind. Ich selber bin sehr aktiv in der Kirche oder ich bin als Ministrantin zum Beispiel aktiv oder gewesen, jetzt nicht mehr aus dem Alter. Ja. Oder ich helfe im Jahr und deswegen ist es für mich nicht so das Bedürfnis, also dort Priesterinnen sowieso, zu haben in der katholischen Kirche. Du bist als Moderatorin sowieso ein bisschen wie eine Missionarin, oder? Ja. Wer ruft dort an? Was sind das für Menschen? Sind dann auch Ungläubige, die anrufen? Wir wollen natürlich die Menschen erreichen, die Gott nicht kennenlernen und diese Freude, diese Hoffnung weiterbringen. Und dann gibt es ganz verschiedene. Es gibt Menschen, die anrufen und Gott in einer ganz ausweglosen Situation sind und nicht wissen, wie geht es weiter. Es gibt die Menschen, die anrufen und sagen, ach Gott, so ein Blödsinn gibt es doch gar nicht und so weiter und so fort. Und das ist das Spannende, dieser Austausch, dieses Auffangen und Zuhören. Freude und Hoffnung, wo kriegst denn du Freude und Hoffnung, dass denn... Wenn nicht, weil du ja jetzt ausgetreten bist. Ja, ich kriege Freude und Hoffnung aus meinen Aktivitäten, die ich mache. Beispielsweise ziehe ich viel Freude daraus, dass ich Fußballtrainer bin. Und mir taugt es zum Beispiel sehr, den Kindern was beizubringen und da Wissen weiterzugeben. Das ist für mich, daraus ziehe ich meinen Sinn und meine Freude. Da brauche ich keine Kirche oder sonst was dazu.
das Hoffnung auf was? Naja, aber ich meine, in der Kirche findest du vielleicht diese Hoffnung. Hoffnung und auf was? Also ja, wahrscheinlich auf ein Hoffnung, Leben nach Hoffnung dem Tod. Drauf, dass wir nächstes Wochenende hoffentlich gegen einen Gegner gewinnen in unserem Gebiet, okay, mit meiner Mannschaft. Ja, da muss ich drauf hoffen, dass ich die Kinder gut genug vorbereitet habe. Weil du hast gerade gesagt, Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Was ist denn dann nach dem Leben? Das war mein Gedanke, wenn die Frage war, worauf hoffst du? Ja, also auf ein Leben nach dem Tod kann ich schon deswegen nicht hoffen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Idee, den Menschen zu sagen, naja, wenn es dir jetzt schlecht geht, geht es dir vielleicht dann oder sogar sicher nach dem Tod besser, dass das nur dazu dient, Macht über die Menschen auszuüben. Was war jetzt deine genaue Frage? Genau das. Was ist nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Nach dem Tod kommt nichts mehr. Also es hat noch keiner, den ich kenne, der gestorben ist, etwas mitnehmen können. Im Gegenteil, manche haben irgendwelche Dinge gesammelt, aber wie sie gestorben sind, waren die noch da. Also es scheint ziemlich klar zu sein, dass man das nichts mitnehmen kann und auch nicht wieder zurückkommen kann. Mhm. Also da ist ganz offensichtlich nichts mehr. Ja, aber genau, also meine Frage wäre, hast du dann irgendwie... Na gut, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber wie schaust du auf den Tod? Ist es so ungewiss? Weil es nicht sicher ist, wie es nachher weitergeht? Also, dass wir sterben, das sind wir uns ja einig, dass alle Menschen sterben. Also, jetzt frage ich schon, was nachher ist. Also ich bereite mich eigentlich darauf vor, dass ich nichts mitnehmen kann und dass ich nicht mehr sein werde. Dass nach mir bestenfalls meine hoffentlich guten Taten noch eine Zeit lang in Erinnerung bleiben werden, aber auch das wird vergehen, wenn mich niemand mehr kennt, dann bin ich sozusagen, wenn alle gestorben sind, die mich gekannt haben, würde ich sagen, dann bin ich dann endgültig auch gestorben. Um die Kritik von dir einzuhaken mit Macht, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Also ich glaube, das ist eine alte marxistische Religionskritik, ja, das ist halt nur Opium fürs Volk, die wollen halt, dass die Menschen Macht haben. Das ist nicht ganz richtig, der Herr Karl Marx hat gemeint, das ist das Opium des Volkes, also das ist das Volk selber sucht und gibt. Genau, absolut. Das ist ein kleiner Unterschied. Absolut, bin ich bei dir. Danke für die Verbesserung des Zitats. Der Punkt, den ich noch machen wollte, ist, ich glaube, das Gegenteil ist das Christentum, wenn du es dir kirchengeschichtlich anschaust, ist eine absolut revolutionäre Kraft. Weil wenn du glaubst, dass der Tod nicht das Ende ist, dann habe ich den Mut, gegen die Mächtigen der Welt aufzustehen. Ich kann sagen, Vater, das ist ungerecht. Ja. Du kannst mich, also das haben ja die frühchristlichen Missionare gesagt, das haben politische Reformer gesagt, ob das ein Martin Luther ist oder ob das ein Thomas von Aquin ist oder ob das ein Franz von Assisi ist oder die evangelikalen Reformer im 18. Jahrhundert. Und ob wir uns umbringen als Machthaber, wir stehen dagegen auf und wir brauchen keine Angst haben, weil nicht mal, wenn ihr uns umbringt, könnt ihr uns was nehmen. Unser Leben ist in der Hand von Gott und damit ist das Christentum eine absolut revolutionäre Kraft und das ist es ja auch. Klingt logisch, aber die Praxis ist nicht so. Die Praxis ist so. Wenn die Praxis ist genau das Gegenteil. Bitte schau dir die Welt an. Also ja, aber schau dir die Welt an, wie sie vor 2000 Jahren war. Wir haben vor 2000 Jahren dass die gute Nachricht vom Christentum die Menschen befreit. Wir haben keine Sklaverei mehr. Wir haben Frauenrechte heute. Wir haben all diese Dinge. Das ist doch bitte alles gegen die Kirche. Das ist alles gegen die Kirche erstritten. Eine Befreiung hat das Christentum nicht gebracht. Nämlich eine Befreiung, die bei anderen Religionen, die es vor dem Christentum gegeben hat, auch schon da war. Also eine Belastung sozusagen. Das Leben nach dem Tod. Und zwar quasi ein nachtodliches Gericht, wo dann Konsequenzen auch in einer negativen Form sind. Und diese Befreiung könnte man aus artistischer Perspektive für sich selber quasi gewinnen, wenn man sieht, dass andere auch authentisch denken, dass es wirklich so kommen wird, dass ich nichts mehr spüre, dass ich kein Leid mehr erlebe. Das ist vielleicht nicht so sehr berauschend, aber es ist ein bisschen entlastend auch in manchen Situationen. Vor allem, was die Sache mit der Befreiung betrifft, gerade wenn ich an Hexenverbrennungen denke, ist das halt nicht die schöne Seite der Geschichte. Oder der Umgang der katholischen Kirche mit Wissenschaftlern, mit der Aufklärung. Aber Kreuzzüge, genau. Ja, bitte. Aber, es geht auch um den Giordano Bruno, der gedacht hat, es gibt mehr als die Welt und die Welt ist jetzt nicht das Zentrum, der ist verbrannt worden. Man pickt so kleine Fälle aus. Die Realität ist, Universitäten sind von Christen erfunden worden. Krankenhäuser sind von Christen erfunden worden. Krankenhäuser hat es vor dem Christentum schon gegeben, in der Römerzeit. Nein, ist eine Erfindung des Mittelalters. Also nicht nur von Christen, sondern von Klerikern im Rahmen der Kirche. Die hat einfach Ressourcen frei gehabt und zur Verfügung gestellt. Aber der heilige Basilius zum Beispiel, der die Krankenhäuser erfunden hat in Caesarea, der hat gesagt, weil Jesus ein Heiler war. Jesus hat geheilt, also holen wir die Kranken her und heilen. Also das Christentum hat die Welt revolutioniert. Ja, es gibt
Dinge, die sind furchtbar. So wie Hexen viele andere Götter auch vor Jesus, die Netter und also, Heiler waren sozusagen. Na, ich frage mich immer, wie würde die Welt aussehen, Georg, wenn es keinen Glauben gäbe? Wurscht jetzt, ob römisch, katholisch, evangelisch, ja. protestantisch oder jüdisch, muslimisch, buddhistisch, hinduistisch. Ja. Wie wäre die Welt ohne Glauben? Ich glaube, sie wäre friedlicher, wenn du dir anschaust, wie viele Kriege seit Anbeginn der Menschheit unter anderem oder im Wesentlichen um den Glauben geführt worden. Aber viele auch nicht. Ne? Viele auch, ich sage nicht alle, ich bin ja eh vorsichtig. Genau. Dann würde ich mal sagen, das hätten wir uns alles ersparen können. Die Welt wäre friedlicher. Ich glaube, man muss schon vorsichtig sein, etwas einen Glaubenskrieg zu nennen, denn man muss halt schon sagen, dass Religionen sehr viel missbraucht wurden. Man hat halt Religion für Macht und Politikum. Oder genau, das wollte ich sagen. Religion dient zur Machtausübung. Das wurde aber vorher abgestritten. Moment, missbraucht worden. Wenn Jesus zur Feindesliebe aufruft. Ich glaube, es gibt keine einzige Weltreligion, die tatsächlich zum Krieg aufrufen würde. Im Gegenteil, eigentlich geht es um den Frieden. Also ich finde Religionsfreiheit, dass man frei wählen kann, ob und wenn ja, welche und in welche Form Religion man verwirklichen möchte, das sollten jedem Menschen zustehen. Und das ist schön, dass das hierzulande möglich ist, weil in vielen anderen Ländern ist das gar nicht möglich. Kommen wir gleich zu Österreich. Zum einen wollte ich dich fragen, lieber Georg oder auch Dustin, wenn ich Grüß Gott sage, wie geht's euch da? Also der geläufige, wenn man ins Geschäft kommt, grüß Gott. Ich bin ja mit Wilfried gemeinsam ins Haus gekommen, hier im ORF, und er hat grüß Gott gesagt. Und ich Wer hat grüß Gott gesagt? Wilfried. Ich wohne in Niederösterreich. Ich gesagt, also. Mal, was sagst du da? Und er hat gesagt, ist es so gewohnt. Also du hast kein Problem. Ich sage üblicherweise guten Tag und nicht grüß Gott. Ich sage auch öfter. Hallo. Hallo, Dustin. Die Kreuze, die in den Schulen hängen, in den Ämtern hängen, das hättest du gerne, die würdest du gerne weghaben, alle. Es wäre nicht schlecht, weil es hat doch einen gewissen daran, Einfluss auf die Schüler. Bleiben wir jetzt bei den Schülern. In Tirol draußen hat es jetzt beispielsweise das Schülerparlament beschlossen gehabt, dass sie gerne hätten, dass die Kreuze aus den Klassen wegkommen. Im heiligen Land Tirol? Im heiligen Land Tirol hat das Schülerparlament beschlossen. Also normalerweise ist es so, dass wenn das Schülerparlament was beschließt, dann schaut sich die Politik das an. Natürlich hat es relativ rasch Gegenmeinungen gegeben vom Bischof, von der FPÖ-Bildungssprecherin und vom Landjugendobmann in Tirol, dass das nicht geht, dass das drinnen bleiben muss. Der Bischof hat, glaube ich, vorgeschlagen, dass wenn noch andere Glaubensrichtungen in der Klasse sein sollen, auch diese Symbole aufgehängt. Und warum hast du ein Kreuz mit dem Kreuz? Wieso willst du es weghaben? Auf mich ist das ein Einfluss. Also man will unbedingt den Einfluss der Kirche jetzt nicht versiegen lassen. Also die Kinder sind jetzt, es ist ein Ort der Bildung, ein Ort des Wissens. Und keine Kirche jetzt, kein Gotteshaus. Georg, welche Idee hättest du? Ich glaube, dass die religiösen Symbole aus der Schule rausgehören. Die haben mit der Schule nichts zu tun. Religion ist Privatsache und sollte also weder in öffentlichen Gebäuden noch in Schulen penetrant vertreten sein. Wie ich in der Volksschule war, haben wir noch gebetet vor dem. Also ich bin halt still dort gestanden. Wir waren allerdings mehrere, die damals nicht religiös waren. Aber es wurde jeden Tag in der Früh ein Gebet gesprochen. Und es war auch nicht ein Kreuz an der Wand, sondern ein Kruzifix, also eine Darstellung eines Gefolterten. Was das in einer Volksschule zu suchen hat, merken wir uns das Thema Gebet, aber Gernot, ich muss dich jetzt was fragen. Worin siehst du das Schöne an der Entwicklung? Oder was hast du jetzt, wo du heute weißt, da hat mir was gefehlt? Also warum ist diese Entwicklung für dich schön? Ich glaube, weil es ganz einfach gesagt, es gibt den Sinn, es gibt den Halt, es zeigt der Hoffnung, es gibt der Glaube. Aber, und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, es zeigt auch Wahrheit. Also es ist nicht ein, weil ich glaube, die Schwierigkeit mit atheistischer Hoffnung, jetzt muss ich mir das herausproduzieren, jetzt muss ich mir etwas leisten. Ja. Und das Schöne im Christentum ist, das ist geschenkt. Und das ist also ein geschenkter Sinn, das ist, ich habe Orientierung, ich habe Ziel. Du bist zu faul, es selbst zu leisten. Nein, ich war mutig genug, die Wahrheit zu suchen und das zu finden. Also wenn du, ich glaube ganz, ganz fest daran, wenn du die Wahrheit suchst, Jesus sagt das ja auch, dann wirst du das finden. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele gute Indizien für den christlichen Glauben. Unglaublich. Und vielleicht ist es auch, schön, gerade im christlichen Glauben, aber in Wirklichkeit in jedem Glauben, das Traditionelle.
Stille. Mhm. Weil du vorher gesagt hast, die haben ja noch beten müssen in der Volksschule. Das macht Barbara sowieso, Linda ja auch mit deinem Partner. Ihr betet vor dem Essen, vor dem Schlafengehen. Wie wichtig sind diese christlichen Rituale und Bräuche, gerade im Jahreszyklus? Es ist natürlich zum einen etwas Schönes. Ich glaube, jeder freut sich oder es ist einfach Gemeinschaft, wenn man sich was schenkt zu Weihnachten, aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt der religiöse Hintergrund ist oder sich gegenseitig eine Freude zu machen. Das ist einfach prinzipiell an sich schön. Mhm. Aber ich denke einfach, weil das wurde eh vorhin auch schon angesprochen, es gibt mir einfach Kraft und Halt. Ja? Und das Gebet schweißt zusammen, es hilft. Und ich sage dann zu meinen Schülern oft, das hat ja auch Blaise Pascal unter anderem gesagt, warum, wenn der Glaube kostenlos ist, ja, soll ich nicht davon Gebrauch machen, weil wenn es danach was gibt, dann ist es super, weil dann habe ich eh geglaubt und wenn es nichts gibt, werde ich nie davon erfahren und habe ich auch davon profitiert. Das ist halt eine Wette. Ja, aber das ist doch nicht deine Meinung. Wo oder? Mehrere Probleme damit verbunden sind. Nein, ich verbinde was viel Tieferes damit. Eben, aber allein von der Vernunft her sage ich, warum nicht? Ich möchte nur auf ein Problem hinweisen bei dieser Wette, dieser Pascalschen Wette. Wer ist der richtige Gott, auf dessen Lebensgestaltung man sich einlassen kann? Also es gibt immer noch Alternativen, die dann teilweise für andere Angehörige anderer Religionen Konsequenzen haben. Man sagt ja oft den Atheisten und Atheistinnen gerne nach, dass sie ja in Wirklichkeit fast tiefgläubiger sind als den gläubigen Menschen, weil sie sich so viel damit beschäftigen, um zu beweisen, dass es quasi keinen Gott gibt. Weil ihr glaubt ja auch daran, dass es keinen Gott gibt. Ne? Also um etwas aufzugreifen, was vorgesagt wurde, das Geschenk. Also ich glaube schon, dass es die Welt gibt, die schon vor mir da war und dass ich da etwas vorgefunden Vermutlich, habe. Vermutlich, ja. Und das ist kulturell und historisch und biologisch und sonst irgendwie gestaltet. Also das ist auch eine Art Transzendenzbezug in der Richtung, würde ich für mich in Anspruch nehmen. Das kann man auch ohne Gott. Ich weiß nicht, liebe Linda, ob die Kirche mit der Gesellschaft sich weiterentwickelt und dadurch vielleicht ein bisschen schneller entwickelt. Aber wenn dem so ist und du die erste römisch-katholische Priesterin hierzulande wirst, ich schwöre dir, ich gehe in die Messe und schaue mir dich an. Ja? Das spreche ich jetzt. Meine Lieben, wir sind am Ende, leider. Ich weiß, das ist ein Thema, da könnte man noch Stunden dranhängen. Mein Gott, kein Gott. Wir haben heute unterschiedliche Weltanschauungen, Lebensanschauungen kennenlernen dürfen, die sehr spannend und sehr interessant waren. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen. Sie führen ein außergewöhnliches Leben, von dem Sie mir unbedingt erzählen wollen? Dann rufen Sie uns doch an. Meine Redaktion ist immer für Sie da.